Welcome back to another German Food Review, and it's hot dog time. Two hot dogs by McEnany, the American way. And that looks like a classic hot dog. Sausage, hot dog bun, pickles, roasted onions, mustard and ketchup. Yeah, okay. Yeah, Lidl stuff. Price €1.79. 280 gram frozen, so 140 each, I guess. Okay, let's first of all check out. Oh no, look at this here. Agro On, the same company as from the burger. I hope it's better. Anyway, here the calories. One hot dog, is that a mistake? One hot dog, 140 gram, 500 calories. That's quite high. Okay, 1.7% of salt, so 2.4 gram in the hot dog. Quite a lot of fat, carbs, everything, protein. Okay. Dutch. Look at this here. Okay, here's German. So two hot dogs. Here are sausage, pickles, roasted onions. Okay, and the spicy sauce. That looks like ketchup and mustard. Anyway. Price, as I said, €1.79, so it's low. Okay, let's open it on this side. Oh. Yeah, again, I'm not so sure. It's not so, not so pretty. Something is wrong with the machine. Okay, let's open this one here. Frozen hot dog, not sure yet. Frozen burger, most of the time not very good. Frozen hot dog, let's see. Okay. The roasted onions, that stuff looks like pulled pork. Okay, yeah, here's the weird looking. Actually, it doesn't look like mustard. It looks more like, I don't know, some pulp with orange pulp or something like that. Yeah, not the, I mean, this here looks okay, right? But compare this, okay. I need the instructions, this time the correct instructions. Last time I did it wrong. This time, okay, one piece, 600 watt, 2 minutes and 15. There are more options. Okay, one piece, 750, 150. Okay, anyway, so let's put it in 2 minutes or so. Yeah. Back in the sack. All right, and first of all, it isn't mustard, right? It's the spicy sauce, so they can color it how they like it, but it looks really strange. Would you agree on that one? And the whole hot dog? Yeah, the camera doesn't like the hot dog. It's not that pretty, right? It looks really weird, but it smells like hot dog, not that bad. The smell is okay, the look is quite off. Pickles, okay, roasted onions, okay. Here's the sausage. Ah, there's ketchup and mustard. Was that the spicy sauce? I'm not sure, but here's the sausage. Okay, maybe it's better than the burger. Smells okay, look is not great. Let's try it. Would you eat something like that here? Right here. Okay, it's better than the burger. Yeah, tastes like a hot dog sausage. Or the hot dog sausage I'm used to. It's not bad. That's definitely much better than the burger. Yeah, the sauce here. It's not spicy. I don't know, it tastes like nothing. Yeah, tastes like sausage and bun at the moment. Yeah, more pickles, please. Here we go. But 500 calories for one of those? What the heck? But okay, for €1.80. Yeah, taste is okay, actually. Here we go.
Yeah, maybe they should polish the design a little bit. Like that here. But the flavor, it tastes like a hot dog. Not the best one, but definitely not the worst one. Is there a bad hot dog? I don't know. It's okay. Here we go. Oh. Hot. Yeah, it's mustard. There's ketchup and mustard on it, and this yellow stuff here, the spicy sauce. They can kick the spicy sauce out. It's not needed. Mustard and ketchup is enough. No. Okay. Destroyed. Here's the sausage. Okay. Here we go. Interesting. Much better than the beef patty. Mustard tastes good. Also much better than from the burger. Weird. Here we go. Yeah. It's okay. Looks weird. Tastes okay. Tastes like a hot dog. Not the best one, as I said. But let's go on price. 90 cents per hot dog. And available everywhere, at least in Germany. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt noch mehr McEnergy-Produkte, und zwar zwei Hot Dogs. 280 Gramm wieder mal, tiefgefroren. Das sieht eigentlich ganz schick aus, aber okay. Der andere Burger sei jetzt auch nicht so schlecht auf der Verpackung. Das sagt ja mal nichts. Und als erstes werden wir mal hier checken. Guckt euch das an. Ist auch von Agro On hergestellt. Ja, die Burger, die machen, sind nicht so toll. Oder waren bis jetzt nicht so toll. Mal gucken, wie das hier wird. Kostet genauso wie die Burger. 1,79 Euro. So, sehr günstig. 90 Cent pro Hotdog. Das ist sogar günstiger als der IKEA Hotdog. Okay. Und ich sehe gerade, ihr habt mehr Gurken drauf als der andere. Ja, die gerösteten Zwiebeln sehen aus wie Pulled Pork irgendwie. Okay, wo ist Deutsch? Hier ist Deutsch. Was ist das? Zwei Hotdogs mit Weizenbrötchen, Würstchen, Essig, Gurken, Röstzwiebeln und würziger Soße. Ja, das sieht so aus, als ob hier Senf und Ketchup drauf ist. Ist auch drauf. Da ist noch eine dritte Soße drauf. Okay, Zutaten. 36% Weizenbrötchen. Okay, sehr lange Zutaten ist der Remouladensoße, soll das sein. Okay, ja, und diesmal mache ich es richtig. Beim letzten Mal habe ich es falsch gemacht. Da war das eine Minute oder so, 50 Sekunden zu lang drin. Hier so ein Stück, 57 Watt, eine Minute und 40 habe ich gemacht. Reicht locker aus, das ist super heiß. Und das ist hergestellt in den Niederlanden. Okay. Ja, könnt ihr euch hier noch durchlesen. Richtig viel Zeug hier drin. Schweinefleisch. Okay. Ja, hübsch sieht das erstmal wieder nicht aus. Irgendwas stimmt mit dieser Maschine da wohl nicht. Oder so. Dass sie da so drauf gibt. Weiß auch nicht. Machen wir mal auf. Okay. Aber immerhin sind ein paar Gurken drauf. Ein tiefgefrorenes Würstchen. Und ein tiefgefrorenes Brötchen. Ein Brötchen und ein Würstchen. Okay. Dann werden wir das jetzt mal erhitzen. So, back in the sack. So, hier ist er. Ist nicht ganz so hübsch, aber wie ihr sehen könnt, steckt das Würstchen im Brötchen fest. Okay. Ja, aber sieht besser aus als der erste. Und ja, ist nicht der hübscheste Hotdog, aber geht schon so. Gewinnt trotzdem keinen Schönheitspreis. So, ja. Aber es gibt auf jeden Fall schlimmere Hotdog-Würste, so mit noch mehr Flecken und so drauf. Das hier geht eigentlich. Ist noch sehr heiß. Hier seht ihr das Brötchen von unten. Hier guckt das Würstchen raus. Here we go. Hier unten ist Senf und Ketchup. Und dieser Senf, der schmeckt diesmal auch.
der auf dem Burger war komisch. Der hier geht. Und diese Spezialsoße hier, die können sie auf jeden Fall runterkicken. Die braucht er nicht rauf. Die ist nutzlos. Die schmeckt irgendwie nach gar nichts. Die sieht außerdem furchtbar aus. Ich weiß nicht, die Farbe hier gefällt mir nicht. Als Soße irgendwie sieht das komisch aus. Wie auch immer. Und das Ding hier, wenn man sowas kaufen will oder soll oder was auch immer, die hier kann man auf jeden Fall nehmen. Die sind besser als die Burger. Schmeckt so wie ein Hotdog. Ja, nicht wie der beste Hotdog, aber Hotdog ähnlich. Brötchen ist auch. Okay, hier ist es schon wieder ein bisschen hart. Ja, ist nicht die beste Idee, das Ding einfach in die Mikrowelle zu hauen. Aber es geht so. Ist auf jeden Fall viel besser als der Burger Hebiger. Die Wurst ist viel besser als diese Mikro-Patties, die dabei waren. Gurken sind auch gut. Ja, ist jetzt natürlich kein Gourmet-Hotdog. Aber für 90 Cent ist günstiger als der Ikea-Hotdog und der ist schon verdammt günstig. Kann man schon sagen, ist okay. Ja, hier bin ich auch. Ich habe was Schlimmeres erwartet. Aber ich kann mal eigentlich wegnaschen. Auch der Senf und der Ketchup, die machen hier einen schönen Teil zum Geschmack aus. Und ja, die komische andere Soße, die ist absolut nutzlos. Aber schmeckt mehr nach Würstchen, Hotdog, Würstchen, Hebigo. Spreiz mir mal das Brötchen. Haben wir überhaupt, oh, da ist die Wurst rausgerutscht. Wenn ihr die Kalorien anguckt, guckt euch das mal an. Ein Big Mac hat auch 500 Kalorien, aber der wiegt mehr als 140 Gramm. Das Ding hier wiegt 140 Gramm und hat fast 500 Kalorien. Das ist auf jeden Fall extrem hoch. Auch so extrem salzig. Fett. Alles ist hier drin, deshalb ist es so hoch. Aber 500 ist schon krass, oder? Ja, wie auch immer. Schmeckt auf jeden Fall besser als die Burger. Und ja, wenn man sowas kaufen will, kann man die auf jeden Fall nehmen. Von den Burgern würde ich die auf jeden Fall die Finger lassen. Das hier geht so. Aber es gab, glaube ich, bloß eine Version. Bei dem Burger gibt es noch einen Cheeseburger, aber der wird genauso komisch sein. Hier, Migo. Hier ist die komische Soße. Die schmeckt nach gar nichts. Schmeckt wie eine geschmackslose Masse. Sehr komisch. Wie auch immer. Sehen nicht super aus. Aber kann man überall essen. Deshalb bekommen sie doch noch oben. Und ja, billig. 1,80. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.